Ein herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Syndicate. Ja, beim letzten Mal haben wir die Themse erfolgreich hier sehr gut erfolgreich erobert. Das heißt, wir haben schon drei Bereiche uns erobert, sozusagen für die Assassin's Creed. Das ist unser Teil halt, unser Stadtteil sind das dann. So, wir sind jetzt hier mit Evie und ihr seht schon oben, ganz oben links, oben rechts, ist Level 6 geworden. Und zwar, ich habe einmal hier die Messermeister Nummer 2 geschafft und Schleichen 3 haben wir für die Efi. Das heißt, wir brauchen noch eine Fähigkeit für Chamäleon. Das heißt, wir brauchen 5 Fähigkeiten, um die Spezialfähigkeiten der Efi zu erlangen. So, in der Waffenmund haben wir uns auch was Neues gegönnt, und zwar den Obsidian-Löwe Stockdolch. Den hatten wir davor noch nicht. Den haben wir auch verbessert. Bei Jacob haben wir den noch nicht, weil nun wir gerade nicht so genügend Geld haben. Und wir haben nur 191 Pfund. Nein, das brauche ich nicht. Okay, aber was können wir denn noch mit Assassin's Creed Handschuhe? Okay. Ja, den könnten wir, wenn wir den haben, dann wäre es noch cooler. Aber gut. Ah, Umhänge, warte mal. Umhänge. Okay. Geht es herstellen? Nee, oh, wir brauchen Geld, okay. Ah, warte mal. Ah, Level 9. Okay. Das heißt, den hier tun wir dann. Da brauchen wir noch Geld dafür. Ist okay, aber da will man erstmal dann den Jacob erstmal neue aus die Rüstung. Also nicht Rüstung, sondern den Dolch ein bisschen verbessern. So, ich würde. Ach. Ich würde sagen, wir machen jetzt heute die Hauptmission auf jeden Fall mal weiter. Wir sind jetzt hier auf Standard. Und ich würde sagen, markiere ich da mal. So, dann lass uns doch mal dahin fahren. Ja, ich hoffe, ihr habt auch schöneres Wetter. Bei euch ist hoffentlich auch ein bisschen milder geworden. Ich hoffe, ihr habt die kalten Tage gut überstanden. Vielleicht hört ihr mal meine Stimme. Ich bin ein bisschen wieder erkältet. Aber das ist auch egal. Ja, die Themse haben wir erobert. 100%. Das heißt, das ist unser Gebiet. So, wir müssen jetzt einfach mal da hinfahren. Weg da! Hier kommt die Polizei. Jetzt beiseite. Ja, wir haben noch ein paar Meter, haben wir uns noch vor. Ein paar hundert Meter haben wir noch. So, haben wir uns einfach dazwischen geangelt.
So. Ganz genau. Dann würde ich sagen. Ruhig, Mädchen. Gehen wir wieder raus. Und laufen noch in die 50 Meter. So. Okay, gut. Dann werden wir doch mal da hingehen. Ja, kurze Pause. So, jetzt. Jacob und Pearl haben Milners Unternehmen fast zerschlagen. Es gibt da nur noch eine letzte Sache. Okay, werden wir doch mal machen. Schwarzer Lederhandschuh. Wow, wow, wow. Okay, gut, das, meine Schwester hat gerade kurz angerufen. Aber, ja. Das ist nicht so wichtig. Wir gehen heute Nachmittag gleich noch. Gehen nur noch auf die Loipe. Aber jetzt halt doch dein Maul. Eieieiei. Meine Fresse. So, jetzt gehen wir einfach mal ins Spiel rein. Bevor jetzt noch irgendjemand hier rumfährt, mich. Wir sind wieder. Oh, nachmittags. Ja. Früher. Früher, später Nachmittag. Jacob, ui. Darling, trinken Sie mit? Auf eine fruchtbare Partnerschaft. Und auf die glänzenden neuen Maschinen in meinem Besitz. Zurück zum Geschäft. Milner floh an die Themse und sichert dort seine Fähre ab. Sie ist alles, was er noch hat. Er wird sie mit seinem Leben beschützen. Und genau das sollen sie ihm nehmen. Jetzt töten sie ihn. Das ist nicht ihr erstes Glas Champagner heute, oder? Erfolg ist weitaus berauschender als Alkohol, Mr. Fry. Dann heben sie mir ein Glas auf. Das wird mal interessant. Milner Schmugglerware erreichen. Die Themse nicht berühren oder hineinfallen. Okay, gut. Also, womit könnte ich Starex Bauern vor die Tür locken? Warum komme ich nicht rüber? Ich hab fast den vielleicht? So, dann schauen wir mal, ob wir da hinkommen könnten. Okay, da hinten ist sie. Okay, dann muss ich aber mal ein bisschen... da hoch. Schauen wir mal, ob wir da... So. Dürfen wir nicht reinfallen oder nicht berühren oder hineinfallen. Wir werden uns jetzt da mal ein bisschen erkunden. Wie... Ah, okay. Nein! Ah. Ja, ich hätte es geschafft. Wow, wow, wow.
So, schauen wir mal, dass wir hier rüberkommen. Ein bisschen gleichzeitig sabotieren. Wie geht denn das denn bitte? So. Dann tun wir das doch mal hier. Tun wir das mal hier hin. Das ist immer da, okay. So. Schauen wir mal, ob wir es gleichzeitig machen könnten. Ah, okay. Na ja, gut, dann lassen wir das einfach ja da lassen. Nehmen wir aus. Ja, ich weiß nicht, wie man zwei Schmugglerladungen gleichzeitig sabotieren. Wie sollten das denn bitte gehen? Ja, gut. Nee. Nee, lassen. So, das mache ich jetzt nicht. Die eine kleine... Dynamit haben wir nicht mehr, gell? Sehr schlecht. Mit dem Dynamitkästen zerstören. Okay, wo sind die denn? Ich hatte drei. Oh, jetzt war das natürlich bescheuert, oder? Nicht im Ernst. Das bringt nichts. Schade, ich kann die jetzt nicht zerstören. Das heißt, ich muss jetzt immer von vorne machen. Mich einfach umbringen lassen. Das ist jetzt die einzigste Möglichkeit.
Ah, nee, da ist noch Dynamit. Warte mal. So, das passt doch. Jawohl, ich kann sie doch noch sabotieren. So, da kann man den hinschmeißen einfach. So, aha, perfekt. So, dann kann man die nochmal tragen. So, ein bisschen umständlich. Ich wollte eigentlich noch... Ja, ich weiß nicht, wie man die zwei zusammen... Ah, ich weiß, was man machen kann, aber ja gut. Um alles in der Welt. Aha. Okay. Gut, haben wir ihn doch schon eliminiert. Dieser Tag musste ja kommen. Mr. Stark war außer sich wegen der Maschinen. Das ist also meine Bestrafung. Pearl Attaway schickte mich zu Ihnen, Stark. Dann arbeiten Sie wieder zusammen. Ich hätte mich nie zwischen Stark und Miss Attaway stellen sollen. Am Ende ist Blut immer dicker als Wasser. Meinen Sie etwa, die sind verwandt? Das wird eine neue heilige Aufgabe werden. Wenn wahrscheinlich noch die Miss LTW auch noch wahrscheinlich noch umbringen können. Es wird langsam Zeit, einen Abschlussmädchen mit Zahl zu reden. So. Mir ist egal wo, aber wir gehen jetzt auf jeden Fall darüber. Und weiter geht's rüber. Ja, wir haben jetzt die Sabotage. Wir haben eigentlich, wollten eigentlich noch die kleine Herausforderung. Was hast du als nächstes vor?
Ich hatte gedacht, er wüsste, dass ich zum Orden gehöre und wolle mich umbringen. Stell dir mein Entzücken vor, als er sagte, was er wirklich will. Ein Assassine, der für die Templer arbeitet, ist... Okay, ich bin ins Haus reingegangen. Du bekommst die Maschinen schon zurück. Und unsere neuen motorisierten Busse werden uns beiden viel Geld bringen. Ich muss dafür sorgen, dass die Maschinen sicher zu meiner Fabrik transportiert werden. Und du gehst zur Waterloo, höchstpersönlich, und stellst sicher, dass nichts schief geht. Natürlich. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Heute und bei allen zukünftigen Unterfangen. Waterloo Station. Na dann. Die Tür klemmt. Schon wieder? Dann drück halt, Chester. Was für Party! So, Sperrgebiet. Entfliehen. Okay. Ja, das haben wir nicht berührt. Das ist schade eigentlich. Wollte ich eigentlich. Die eine Herausforderung hätte ich auf jeden Fall hinbekommen, aber na gut. Es wird ja interessant. So, was müssen denn wir jetzt hier noch machen? Okay, da haben wir die Endstation. Okay, ja, würde ich sagen, beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall... Aha. Alter. Wir sind eh schon auf Level... Ah, da ist unser Versteck. Ist egal, wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal die Hauptmission weitermachen. So, den töten wir auch noch. Okay, dann sind wir doch bei der Nacht wieder angekommen. Jetzt bleibt mal stehen. Dankeschön. Ja, würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter in der Hauptmission. Und ich würde dann sagen, war es das auch schon wieder von meiner Seite. Wenn ihr die Folge bei euch fällt, dann lasst einen Daumen da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und auch aktiviert noch die Glocke, dann verpasst ihr gar nichts mehr. Und alles weitere findet ihr wieder in der Videobeschreibung unten alles verlinkt. Und dann sehen wir uns morgen in alles Frische. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao.